Mein Herz explodiert, mein System ist irritiert. Frühlingsgefühle sind programmiert. Ja, die sind wirklich programmiert. Spätestens wenn der Urfahraner Kult wird, sein Frühlingsfest begeht. Da kommen nicht nur Spiel und Spaß in Wallung, sondern auch die Frühlingsgefühle. Zu den richtigen Frühlingsgefühlen gehört natürlich auch ein Schmetterlingsgefühl im Bauch dazu. Das einfach eine bunte, große Blumenwiese, das Zwitschern von den Vogel. Ja, grüß dich Gott, du schöne Margot, du schöne Margot, ja, grüß dich Gott. Wie schaut es jetzt aus mit den Frühlingsgefühlen? Ja, die sind jetzt total in Wallung gekommen, ist eh klar, bei so viel Anerkennung und Komplimente, das freut das Herz. Das Wirtshaus Lena würde aber nicht so heißen, wenn man hier nicht mit kulinarischen Schmankerln aller Art aufwarten würde. Warum heißen die Bauernkrapfen eigentlich Bauernkrapf? Ja, weil das eine besondere Art ist von einem Teig und außerdem werden die ausgezogen, nicht rund gebacken. Hat das was mit Bauern zu tun? Ah ja, schon, das kommt einfach von den Bauern. Das wird mit Liebe gemacht und vom Bauern gebracht. Soll man nicht eine Flasche anreißen? Da. Wie schaut es denn aus? Ja? Die Frucht, der Geschmack, das Erlebnis und man hat nachher dann sagenhafte Geschichten zum Erzählen und trifft sagenhafte Leute. Die da wären? Ja, die da wären. Hübsche Frauen, junge Mädchen aus dem Mühlviertel, können aber auch vom Salzkammer gut sein. Die Frühlingsgefühle, ja. Wenn das Wetter schön ist, wenn es so ist wie heute, dann kann man sich natürlich schon sehr viel vorstellen. Es wird aber die Kleidung wieder attraktiver bei den Damen und ja, man sieht sie so irgendwie ein bisschen, gell? Ja, meine Hormone sind komplett damisch, die überschlagen sie ja schon direkt. Ja, das ist, ich bin da eher entspannt, aber ich freue mich einfach, wenn der Frühling kommt, die Wärme kommt, endlich nach der Winterzeit. Ob jene Herren vom Wein noch genügend getankt haben, sei dahingestellt. Doch wenn es so schön ist, dann lacht auch der Bart. Der steht immer noch oben. Ich bin immer glücklich. Viel zu lachen hatten auch jene Burschen, selbst wenn man sich, und das nicht wegen der Temperaturen, die Finger verbrannte. Ich ziehe dann eh noch ein bisschen vom Zuhauen. Wie hält man das aus? Muss man sich das antrainieren, viel Horn hat oder wie geht? Ja, es ist schon ein bisschen Horn, glaube ich, weil am Anfang hat man recht blaue Oberschenkel und dann trennt recht weh. Wie lange machen die Hände das mit? Bis zum Heiraten, da muss man aufhören. Warum? Ja, das ist halt braucht in unserer Gruppe, dass man, ob man verheiratet ist, muss man die Gruppe verlassen, wenn nur Junggesellen zugelassen sind. Verheiratet oder nicht, ob draußen oder im neu umgebauten Stadel, beim Lena-Wirt feiert man sicher auch nach dem Frühling noch weiter.